Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fitnessbox und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Garmin Vivo Active 3. Dies ist jetzt das Einstellungs- und Menüvideo, wo ich einfach mal durch das komplette Menü und die Einstellungen scrolle, damit ihr euch ein möglichst gutes Bild der Sportuhr machen könnt. Diese Videos sind meiner Meinung nach wichtig, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wisst, wie sich die Uhr auch generell bedienen lässt, wisst, was für Einstellmöglichkeiten die Uhr überhaupt zu bieten hat und wie die ganze Uhr funktioniert. Die Videos sind erfahrungsgemäß immer ziemlich lang, deshalb habe ich euch unten in die Videobeschreibung Sprungmarken gesetzt. So könnt ihr direkt zu den Themen springen, die euch interessieren. Sollte euch also speziell nur das Sportmenü oder das Systemeinstellungsmenü interessieren, findet ihr auch das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Wir haben bei der Garmin Vivo Active 3 verschiedene Möglichkeiten, die Uhr zu bedienen. Zum einen haben wir natürlich das 1,2 Zoll große Touch-Display, durch welches wir natürlich auch ganz normal durch die Menüs scrollen können und verschiedene Sachen auswählen können. Außerdem haben wir an der Seite noch eine geriffelte Fläche, das ist die sogenannte Side-Swipe-Funktion. Wenn wir dort mit dem Finger rüberstreichen, haben wir genauso die Möglichkeit, durch Menüs zu scrollen. Und wir haben an der Seite noch einen haptischen Button. Wenn wir diesen drücken, kommen wir in das Sport- oder Aktivitätsmenü, wo dann verschiedene Sportprofile zur Verfügung stehen. Auf das Sportmenü komme ich aber später nochmal zu sprechen. Sehr schön ist auch, dass ihr euch entscheiden könnt, ob ihr jetzt den Button auf der linken oder auf der rechten Seite haben möchtet. Ihr könnt das Display nämlich einfach in den Systemeinstellungen um 180 Grad drehen und entsprechend wechselt dann die Side-Swipe-Funktion bzw. der haptische Button die Position, denn wenn das Display gedreht ist, logischerweise ist der Button auch auf der anderen Seite. Beginnen wir einfach mal mit dem Standardmenü, dem sogenannten Display Design, wo ihr euch verschiedene Informationen anzeigen könnt, je nach Display Design, welches ihr eingestellt habt. Hier habe ich jetzt ein Display Design aus dem Connect IQ Shop. Ihr könnt euch dort verschiedene Display Designs herunterladen, auf die Uhr übertragen. Und da gibt es wirklich sehr viele und man findet wirklich auch eins, das einem selber zusagt. Ich habe jetzt eins genommen, wo schon ein bisschen mehr Informationen sind, nämlich unter anderem das Datum, unten schon mal den Fortschritt bei den Schritten, ein Bluetooth-Symbol, eine Benachrichtigungssymbol und hier unten eine Akkuanzeige und natürlich die Uhrzeit. Wenn wir lange auf das Display drücken, haben wir direkt die Möglichkeit, das Display-Design individuell anzupassen. Auf der Uhr sind einige drauf, zum einen so ein analoges, wo wir auch noch die Stockwerke-Schritte und oben die Intensitätsminuten abgebildet haben. Aber es gibt auch eine digitale Version, die sehr einfach ist und erfahrungsgemäß am wenigsten Akku verbraucht. Also ihr findet in den Einstellungen schon verschiedene Display-Designs, habt aber auch die Möglichkeit, euch neue Display-Designs auf die Garmin Vivo Active 3 zu laden. Natürlich hat die Vivo Active 3 auch eine Beleuchtung. Ihr könnt die Beleuchtungsintensität einstellen. Auch das funktioniert in den Einstellungen unter den Systemeinstellungen ein bisschen versteckt. Aber dort findet ihr dann tatsächlich auch die Funktion Beleuchtung. Und da habt ihr die Möglichkeit, natürlich ein Zeitlimit einzustellen, wann die Beleuchtung wieder ausgehen soll. Und ihr habt auch die Möglichkeit, die Beleuchtung hochzuregeln. Wenn ihr diese aber auf 100% macht, kommt auch der Hinweis, dass der Akkuverbrauch deutlich steigt, wenn ihr die Helligkeit so weit hochdreht. Also ich empfehle eigentlich eine Helligkeit von 20-30%. Das reicht in der Regel völlig aus, um noch alles auch bei Dunkelheit gut auf der Uhr zu erkennen. Ihr seht vielleicht schon, wenn ich so durch die Menüs scrolle, immer wenn man dann nach rechts streicht, kann man sozusagen einen Menüpunkt zurückgehen und mit einem Touch auf das Display kommt man dann in den jeweiligen Menüpunkt herein und so kann man sich einmal durch das ganze Menü scrollen. Wenn man wieder zurück zum Home-Bildschirm, also zu dem ganz normalen Uhrendesign kommen möchte, kann man auch einfach, wenn man in einem Menü ist, den haptischen Button drücken und dann kommt man ganz einfach wieder zurück, egal in welchem Menüpunkt man sich gerade befindet. Wir haben bei der Vivo Active 3 auch ein Steuerungsmenü. In dieses kommen wir, wenn wir den haptischen Button lange drücken. Im Steuerungsmenü haben wir direkt verschiedene Ansichten. In der Mitte seht ihr schon, ist die Akkuansicht oder die Akkuanzeige und dann haben wir hier die Helligkeit. Hier die Telefonverbindung, das ist ein Bitte-nicht-stören-Modus, hier dieser Mond.
Hier können wir den aktuellen Standort abrufen, natürlich nur, wenn wir ein GPS-Signal haben. Hier sehen wir den Telefonstatus. Das hier ist die My Wallet oder Garmin Pay-Funktion. Funktioniert leider noch nicht in Deutschland, aber in Zukunft soll es so sein, dass man, wenn man seine Kreditkarteninformationen in der App hinterlegt, auch mit der Uhr kontaktlos bezahlen kann. Und hier oben können wir die Uhr ausschalten. Hier dieses Schloss ist eine automatische oder eine Tastensperre. Wenn wir dieses aktivieren, dann kann man nichts mehr auf dem Display machen. Ich empfehle auch in manchen Situationen die Tastensperre zu aktivieren, weil es doch schneller mal vorkommen kann, dass man mit der Kleidung aus Versehen irgendwelche Einstellungen vornimmt. Man kann auch einstellen, dass nach, keine Ahnung, 30 Sekunden eine automatische Tastensperre bei der Uhr angeht. Also man kann das ganz individuell anpassen. Entsperren können wir die Uhr dann, wenn wir lange den haptischen Button gedrückt halten. Dann ist die Uhr wieder entsperrt und wir können die ganz normal bedienen. Jetzt gehe ich noch ganz kurz auf das Einstellungsmenü ein und welche Funktionen dort noch zur Verfügung stehen. Lange gedrückt auf das Display kommen wir in das Einstellungsmenü. Auf die Display Designs bin ich eingegangen. Dann haben wir die Möglichkeit Uhren. Das ist im Grunde, natürlich könnt ihr Zeiteinstellungen vornehmen, ob ihr das 12 oder 24 Stunden Format und ob ihr die Zeitquelle auf automatisch stellt. Automatisch heißt, dass die Uhrzeit vom Smartphone gezogen wird. Ihr könnt aber auch sagen, ich möchte lieber eine manuelle Uhrzeit haben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, Alarme zu aktivieren. Alarme ist im Grunde, dass ihr eine bestimmte Uhrzeit angebt. Zum Beispiel, ich möchte immer um 7 Uhr aufstehen. Könnt dann einstellen, ich möchte das täglich haben, dass um 7 Uhr meine Uhr dann vibriert. Könnt dann noch eine schöne Bezeichnung für vergeben. In diesem Fall ist es dann ja Aufstehen. Und wenn ihr das Ganze dann aktiviert habt, dann wird eure Uhr jeden Morgen um 7 Uhr vibrieren und euch sozusagen dementsprechend wecken. Das ist im Grunde eine Weckerfunktion hier auf der Vivo Active 3. Ich bekomme immer wieder Fragen nach so alltäglichen Sachen, die man auch täglich eigentlich nutzen kann. Ein Wecker ist hier vorhanden auf der Uhr. Außerdem, was auch viele immer bei modernen Sportuhren vermisst haben, ist ganz normal natürlich eine Stoppuhr. Es ist nicht wirklich die beste Stoppuhr hier bei der Vivo Active 3. Ihr seht das ja schon, bis zu welcher Nachkommastelle hier nur die Sekunden angezeigt werden. Also ich finde, das ist nicht ganz optimal gelöst, weil es auch nicht in Kombination mit einem Sportprofil ist. Aber einige hatten die Nachfrage und ja, eine Stoppuhr ist hier auf der Uhr vorhanden. Außerdem haben wir in den Einstellungen natürlich noch die Möglichkeit, uns ein Aktivitätsprofil abzurufen, also Aktivitäten von den letzten Tagen, was man so gemacht hat. Wenn wir dann darauf gehen, können wir uns das Ganze abrufen. Hin und wieder kommt es vor, ihr habt es jetzt vielleicht gesehen, dass die Uhr etwas länger lädt. Das ist bei verschiedenen Menüpunkten immer mal der Fall, wenn mehrere Informationen hier geladen werden müssen, dann dauert das hin und wieder mal. Aber hier lassen sich dann so die letzten Aktivitäten im Protokoll nochmal abrufen. Gleiches gilt natürlich auch für die Statistiken, also wie viel ihr monatlich gelaufen seid. Entsprechend lässt sich das Ganze hier auch auf der Uhr anzeigen. In der App findet ihr natürlich noch weitere Auswertungen, die noch etwas detaillierter sind. Da lässt sich jede Aktivität noch abrufen. Der Speicher hier, der Vivo Active 3, ist logischerweise ein wenig begrenzt. Außerdem haben wir natürlich das Einstellungsmenü. Einstellungsmenü seht ihr schon, da könnt ihr unter anderem die Aktivitäten und Apps anpassen, die Widgets anpassen, das Steuerungsmenü individuell anpassen, welches ich euch eben gezeigt habe. Außerdem natürlich die Display Designs. Ihr könnt verschiedene Sensoren koppeln, unter anderem einen Trittfrequenzsensor. Natürlich auch einen ganz normalen Brustgurt könnt ihr koppeln, wenn ihr das denn möchtet. Also ihr müsst nicht euch auf die optische Herzfrequenzmessung hier verlassen, sondern könnt auch dementsprechend einen Brustgurt oder einen anderen Sensor koppeln. Ihr seht das hier, ein Laufsensor, Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Herzfrequenz, und man kann einfach auch suchen und dann findet er entsprechend dann den Sensor, den ihr gerade aktiviert habt. Außerdem könnt ihr Telefoneinstellungen vornehmen. Hier seht ihr jetzt, mein Telefon ist aktuell verbunden. Die Verbindung funktioniert via Bluetooth. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwas mit dem Kabel verbinden, wenn ihr es nicht möchtet, sondern das wird alles kabellos an euer Smartphone übertragen und die Uhr kommuniziert auch mit eurem Smartphone. Ihr könnt euch Benachrichtigungen anzeigen lassen. Wie das Ganze funktioniert, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen.
Soweit jetzt erstmal das Einstellungsmenü. Jetzt geht es weiter mit dem Widget-Menü. Widgets sind im Grunde verschiedene Applikationen, die euch sozusagen Aktivitäten über den Tag anzeigen. Das Widget-Menü erreicht ihr einfach, wenn ihr nach oben oder nach unten scrollt. Ihr könnt auch individuell anpassen, welches Widget euch als erstes angezeigt werden soll. Also könnt ihr ganz normal dann dadurch diese Widgets scrollen, was im Grunde die Aktivitätsdaten sind. Hier seht ihr einmal das Widget Mein Tag. Das ist sowas wie eine Zusammenfassung, wo ihr seht, was habt ihr an diesem Tag schon geleistet. Hierzu zählen unter anderem die Intensitätsminuten, die aber jetzt auf die Woche bezogen sind. Die Stockwerke, die Schritte, hier die Kalorien. Kalorien sind immer Grundumsatz und natürlich aber auch die Kalorien, die ihr durch Aktivitäten verbrannt habt. Ihr könnt immer, wenn ihr dann in den Widgets drin seid, wenn ihr da nochmal drauf tippt, lassen sich hin und wieder noch weitere Informationen abrufen. Hier bei dem Mein Tag ist es jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Schritten, wenn wir da drauf gehen, lassen sich nochmal die Schritte anhand von so einem Balken der letzten Tage darstellen. Da sieht man, wie viel man gegangen ist die letzten Tage und kann das Ganze, wie es hier aussieht, für die letzten 2 Wochen nochmal abrufen. Also immer, wenn man auf ein Widget geht, dann hat man natürlich die Möglichkeit, sich weitere Informationen anzeigen zu lassen. Das gilt für viele Funktionen, das gilt unter anderem auch natürlich hier für die Wetterinformationen, die aber nur angezeigt werden, wenn das Smartphone gekoppelt ist. Aktuell haben wir 1 Grad, maximal 5, minimal 0 und 80% Regen bzw. Schneewahrscheinlichkeit. Und wenn wir da dann drauf gehen, sehen wir auch gleich die Vorhersage noch für die nächsten Tage. Das Wetter wird scheinbar nicht ganz so gut. Erst am Wochenende kommt wieder ein bisschen mehr die Sonne raus, was mich natürlich freut, weil wir dort ja 50 Kilometer wandern möchten. Außerdem haben wir hier nochmal das Ganze anhand der Temperaturen für die nächsten Tage. Also Wetter-Widget ist auf der Vivo Active 3 vorhanden. Außerdem können wir uns natürlich die letzte Aktivität anzeigen lassen, verschiedene Kalenderinformationen. Zum Beispiel ist morgen Rosenmontag. Wenn ihr dann in eurem Kalender viele Termine eingespeichert habt, könnt ihr euch die auch entsprechend auf der Vivo Active 3 anzeigen lassen. Außerdem gibt es Musikfunktion. Musikfunktion heißt jetzt nicht, dass ihr Musik auf die Vivo Active 3 laden könnt. Das heißt im Grunde nur, dass ihr Musik steuern könnt, wenn ihr jetzt eine Bluetooth-Box oder Bluetooth-Kopfhörer mit eurem Smartphone gekoppelt habt und die Uhr auch mit eurem Smartphone verbunden ist, dann könnt ihr hier Lieder weiterschalten, pausieren oder die Lautstärke regulieren. Außerdem haben wir bei der Vivo Active 3 natürlich die Kalorien, darauf bin ich eben schon mal eingegangen. Hier seht ihr, einige Sachen sind auch noch auf Englisch. Hier einmal Aktivkalorien, die Kalorien in Ruhe und hier oben die Gesamtkalorien. In der App lässt sich das Ganze aber ebenfalls abrufen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, ein Stresslevel zu bestimmen. Stresslevel funktioniert im Grunde über den optischen Herzfrequenzsensor. Das heißt, anhand des Pulses wird ein Stresslevel bestimmt. Ja, kann sich ja jeder selber mal überlegen, wie aussagekräftig das ist, aber auf jeden Fall ist es möglich. Und wenn wir darauf gehen, können wir uns noch bei unserem Stresslevel der letzten 4 Stunden abrufen. Und es gibt einen Entspannungstimer, wo man nochmal sozusagen bewusst atmen kann, einfach mal zur Ruhe kommen kann. Das kann man auch hier bei dem Stresslevel-Widget machen. Außerdem natürlich die Stockwerke. Ein Stockwerk ist mit ungefähr 3 Metern definiert. Ist nicht immer ganz genau, heute schon 4 Stockwerke, das kommt sogar ungefähr hin. Verlasst euch da aber nicht zu sehr drauf. Ihr könnt natürlich auch ein Ziel von 25 Stockwerken einstellen. Also ihr könnt euch hier individuelle Ziele einstellen. Außerdem habt ihr natürlich eine 24/7 Herzfrequenzmessung. Da sich die Uhr jetzt hier ja an der Kettlebell befindet, zeigt die logischerweise nichts an. Aber normalerweise ist hier jetzt so ein bisschen eine Pulskurve, die euch angezeigt wird. Und auch hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, euch die Ruheherzfrequenz der letzten 7 Tage anzuzeigen. Also ihr könnt bei den Widgets euch verschiedene Informationen anzeigen. Außerdem habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Widgets zu entfernen, Widgets neu anzuordnen oder in den Einstellungen auch verschiedene neue Widgets hinzuzufügen. Hier seht ihr einmal alle verfügbaren Widgets. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, neue Widgets aus dem Garmin Connect Shop hier hinzuzufügen, wo ihr euch dann zum Beispiel Mondphasen anzeigen könnt oder andere spannende Dinge. Da könnt ihr einfach mal schauen, was euch interessiert. Hier seht ihr einmal alle vorinstallierten Widgets. Ich habe da jetzt auch noch keinen
9 hinzugefügt aus dem Garmin Connect Shop, aber es ist rein theoretisch möglich. So viel erstmal zu den Widgets und was die Uhr aufzeichnen kann. Ihr seht schon, mal benutze ich hier die Sideswipe-Funktion, mal benutze ich das Touch-Display. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen übergegangen, dass ich doch für einige Funktionen hier die Sideswipe-Funktion benutze. Einfach, weil es doch gar nicht so schlecht ist, wie ich am Anfang dachte. Man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen. Man muss sie nutzen. Innovativer finde ich trotzdem, wenn man hier einfach so durch das Menü scrollen könnte mit der Lünette, weil man da einfach ein bisschen mehr Gefühl hat als bei der Sideswipe-Funktion. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, und zwar dem Sportmenü. Das Sportmenü erreichen wir einfach durch Drücken des haptischen Buttons. Und da seht ihr schon, direkt im Sportmenü oben ist eine Akkuanzeige, erstmal in Prozent und aber auch noch mit so einem Akkubalken. Da haben wir dann verschiedene Sportprofile. Als erstes werden immer die Favoriten angezeigt. Man kann die Favoriten natürlich auch individuell anpassen. Dann haben wir Laufen, Gehen, Stand-Up-Paddling, Krafttraining, Cardio, Golf, Langlauf, Yoga, Snowboarden und Skifahren. Und wenn wir hier unten auf die 4 Kreise gehen, kommen wir noch zu weiteren Sportprofilen, die nicht als Favorit gespeichert sind. Da haben wir dann auch Indoor-Aktivitäten wie Laufband, Hallenbahn. Aber wir haben auch zum Beispiel Indoor-Rad oder Indoor-Gehen, also auch Indoor-Sportarten können mit der Vivo Active 3 getrackt werden. Wir können auch, sollte ein Sportprofil mal nicht vorhanden sein, ein neues hinzufügen. Ich habe schon einige hinzugefügt, nämlich unter anderem hier dieses Sonstige, was für mich immer so dieses Auffangprofil ist, um alles zu tracken, was sonst nirgends reinpasst. Aber man kann sich auch ein neues erstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht Krafttraining allgemein tracken, sondern zum Beispiel das Training mit Gewichten, müsst ihr erstmal eine vorhandene Aktivität kopieren, in diesem Fall jetzt das Krafttraining. Ihr müsst euch natürlich vorher überlegen, in welche Kategorie passt das. Dann wählt ihr Krafttraining aus, könnt dann das natürlich Krafttraining 2 nehmen. Aber ihr habt dann das auch die Möglichkeit, das noch ein bisschen spezieller zu benennen, zum Beispiel mit Gewichten trainieren, ein Zirkeltraining oder auch euren Sportkurs im Fitnessstudio. Ich wähle jetzt einfach mal Kurs aus. Dann habt ihr die Möglichkeit, noch verschiedene Einstellungen vorzunehmen, nämlich unter anderem natürlich die Anpassung der Trainingsseiten. Ich mache jetzt aber einfach mal fertig und dann habt ihr hier direkt das Sportprofil Kurs. Ihr könnt aber nur eine begrenzte Anzahl hinzufügen. Irgendwann sagt die Uhr, okay, da ist dann dieser Hinzufügen-Button gar nicht mehr vorhanden. Also dann müsst ihr erstmal wieder ein vorhandenes Sportprofil löschen. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein, weil so viele Sportarten wie hier auf der Uhr angezeigt werden können, die kann man einfach gar nicht machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Cardio nehmt, dann sehen wir, da stehen wieder andere zur Verfügung. Also entsprechend, was ihr als Grundlage wählt, als Aktivität, die ihr kopiert, stehen dann verschiedene andere Sportprofile zur Verfügung. In diesem Fall ist das jetzt Basketball, Volleyball, Frisbee, Cricket, Rugby, Lacrosse, Football, Fußball, Baseball. Also je nachdem, was ihr hier kopiert, stehen euch dann verschiedene Namen zur Verfügung. Und so könnt ihr dann zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt Fußballer seid, Fußball mit der Uhr tracken. Wenn ihr jetzt sagt, das ist mein Fußballtraining, das ist mein individuelles Sportprofil, ansonsten lässt sich Fußball aber natürlich auch ganz normal mit dem Laufenprofil tracken. Bei der Vivo Active 3 haben wir verschiedene Sensoren, die zur Verfügung stehen. Unter anderem haben wir natürlich einen GPS-Sensor. Wir haben aber auch GLONASS, was Sinn macht, wenn wir in den Bergen, in sehr waldigen Regionen oder in sehr urbanem Gelände unterwegs sind. Um einfach eine genauere Standortbestimmung zu haben, empfiehlt es sich immer, GPS und GLONASS anzumachen. Wenn ihr ganz normal, sage ich mal, laufen geht, dann reicht in der Regel aber auch GPS, um einen genauen Standort und eine genaue Distanz zu haben. Wenn ihr beides aktiviert habt, dann wird natürlich auch ein bisschen mehr Akku gezogen. Das GPS-Signal wird so nach 30 Sekunden ungefähr gefunden. Jetzt logischerweise nicht, weil ich mich im Indoor-Bereich befinde. Aber ihr habt dann natürlich die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen auch vorzunehmen. Ich zeige das einfach mal anhand des Lauftrainings, weil das immer so dieses Parade-Sportprofil ist, welches auch sehr viele Menschen nutzen. Unter anderem habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch Trainings auf die Uhr zu laden. Das heißt, es stehen bei Garmin verschiedene Trainingspläne zur Verfügung, wo ihr dann die Möglichkeit habt, euch diese Trainingspläne auf die Uhr zu laden. Vorgefertigte Trainingspläne für 5 Kilometer, für 10 Kilometer, für Halbmarathon, für Marathon. Und dementsprechend könnt ihr dann hier euren Trainingsplan abrufen, beziehungsweise eure Trainings. Aber natürlich habt ihr auch noch die Möglichkeit, euch das Sportprofil anzupassen.
Wenn ihr auf Einstellungen geht, habt ihr unter anderem natürlich die Möglichkeit, die Trainingsseiten anzupassen. Trainingsseiten heißt im Grunde, dass ihr das Layout verändern könnt, welche Daten euch beim Training angezeigt werden sollen. Ihr könnt bis zu 4 Datenfelder gleichzeitig anzeigen. 4, das heißt das 1, 2, 3, 4, so untereinander. Und da könnt ihr dann genau sagen, was euch auf der jeweiligen Position angezeigt werden soll. Ihr seht jetzt, hier oben habe ich die Zeit, die Distanz, Durchschnittsgeschwindigkeit und unten die Herzfrequenz. Wenn ihr dann auf das jeweilige Feld kommt, welches ihr verändern möchtet, könnt ihr einfach darauf gehen und dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, die ihr noch hinzufügen könnt, zum Beispiel ein Höhenfeld. Dann wird euch entsprechend die Höhe angezeigt und während des Sports habt ihr auch die Möglichkeit, alle Seiten individuell anzupassen. Also ihr seht, ihr könnt verschiedene Seiten hinzufügen und jede Seite ist theoretisch mit bis zu 4 Datenfeldern individuell belegbar. Ich habe jetzt hier 3 Seiten oder 2 Seiten aktiv, die dritte ist gerade inaktiv und wir können auch eine Herzfrequenzskala anzeigen. Ich kann euch einfach mal kurz zeigen, ich starte das einfach mal, die Aktivität. So würde das Ganze jetzt aussehen während der Aktivität. Ich bewege mich jetzt nicht, deshalb passiert ja nichts. Das, ihr seht, jetzt geht es in eine Pause-Modus, das ist die Autopause-Funktion, da komme ich gleich aber nochmal drauf zu sprechen. Und wenn wir dann hier so durchscrollen, ich habe jetzt ja 2 Seiten aktiv, dann sind das entsprechend hier die Seiten, die mir angezeigt werden. Hier ist jetzt diese Herzfrequenzskala, da seht ihr direkt, in welchem Herzfrequenzbereich ihr seid. Hier der graue Bereich ist im Grunde nichts, das ist ganz leichte Belastung, mittlere Belastung. Das ist schon höhere Belastung, das hier ist der rote Bereich, ist dann die maximale Belastung. Also ihr könnt euch das entsprechend so anpassen, wie ihr das haben möchtet während des Sports. Ihr könnt die Daten haben, die ihr braucht beim Training. Also ihr seid da ganz flexibel. Start-Stopp ist immer jeweils mit dem haptischen Button. Jetzt seht ihr, jetzt ist das Ganze pausiert. Jetzt kommen wir wieder dazu, dass hier noch einige Sachen auf Englisch sind, wie hier. Ja, wir sind fertig und möchten das in diesem Fall aber auch nicht speichern. Deshalb verwerfe ich jetzt einfach mal die Aktivität. Um weiter hier aufs Laufen noch zu sprechen zu kommen, natürlich haben wir noch verschiedene weitere Einstellungen. Wir haben natürlich unter anderem auch die Möglichkeit, uns Alarme während der Aktivität hinzuzufügen. Unter anderem Herzfrequenzalarme, aber auch Geschwindigkeitsalarme oder Zeitalarme. Das heißt, wir stellen hier einen Timer ein. Ich nehme jetzt einfach mal hier irgendwas aus. 2 Stunden, 22 Minuten und 1 Sekunde. Und dann würde sich die Uhr entsprechend dann melden. Alle 2 Stunden, 22 Minuten und 1 Sekunde würde die Uhr dann sagen, hier, du hast jetzt wieder deine Zeit erreicht. Das Ganze funktioniert aber natürlich auch für Kilometer oder einfach wie ihr es haben möchtet, für Runden, also entsprechend Alarme, könnt ihr euch hier bei der Uhr anpassen. Hier seht ihr einfach einmal, was überhaupt alles möglich ist. Ihr könnt euch auch einen Kalorienalarm setzen, dass die Uhr sich dann entsprechend bei 500 Kalorien zum Beispiel meldet. Dann haben wir die Möglichkeit, natürlich Runden zu definieren. Runden ist im Grunde, wenn ihr dann sagt, ich möchte jetzt nach jedem Kilometer einmal eine Runde getrackt haben, automatisch, dann ist das Ganze hier in den Einstellungen möglich. Ihr könnt aber natürlich auch eine manuelle Runde machen. Das Ganze würde dann funktionieren, wenn ihr auf das Display tippt, wenn ich mich nicht täusche. Natürlich lässt sich auch einstellen nach 2 Kilometer, nach 5. Dementsprechend einfach, wie ihr das haben möchtet, könnt ihr automatisch Runden tracken. Und ihr habt die Möglichkeit, die Autopause-Funktion, wo ich eben schon einmal kurz drauf eingegangen bin. Autopause heißt im Grunde, dass wenn ihr zum Beispiel an einer vielbefahrenen Kreuzung stehen bleibt, die Uhr automatisch in einen Pause-Modus geht, die Aktivität nicht fortgesetzt wird. Das lässt sich hier auch ganz einfach aktivieren. Und ihr habt auch die Möglichkeit, eine Autopause-Funktion zu aktivieren, wenn ihr eine bestimmte Geschwindigkeit unterschreitet. Weiß nicht, ob man das jetzt wirklich braucht, aber es ist zumindest einstellbar. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, einen Auto-Seitenwechsel zu aktivieren. Das heißt, durch die Trainingsseiten mit den verschiedenen Datenfeldern wird automatisch gescrollt. Und hier habt ihr die Möglichkeit, was ich eben auch angesprochen habe, GPS und GLONASS oder nur GPS zu aktivieren. Ihr könnt die Hintergrundfarbe auf weiß oder schwarz ändern, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Und ihr könnt die Farbgebung vom Sportprofil anpassen. Wenn ihr jetzt sagt, Laufen soll nicht rot sein, wie es jetzt hier bei mir ist, sondern soll gelb sein, dann lässt sich das entsprechend ändern und dann ist Laufen nicht mehr rot, sondern gelb. Ja, muss man sich überlegen, ob man das haben will. Jetzt hier, es geht im Grunde nur um hier die Farbe von dem Sportprofil, von dem Männchen, das da vorne angezeigt wird.
Das Ganze dient einfach nur der Visualisierung. Das ist jetzt mal anhand vom Laufen erklärt. Beim Laufen wird logischerweise die Strecke aufgezeichnet und die Herzfrequenz, wenn ihr das denn möchtet. Wenn ihr jetzt einen Sensor schon gekoppelt habt, zum Beispiel einen Herzfrequenzsensor, dann würde die Uhr sich automatisch damit verbinden, wenn dieser schon mal gekoppelt war. Jetzt hier oben seht ihr, blinkt dieses Herzfrequenzsymbol, das heißt, es wird gerade ein Puls gesucht. Er dürfte jetzt hier aber keinen Puls finden. Wenn das Herz dauerhaft leuchtet, wurde ein Puls erfasst und ihr könnt die Aktivität starten. Ihr könnt sie natürlich auch schon vorher starten, auch wenn noch kein GPS-Signal vorhanden ist. Ich empfehle es aber nicht, weil dann die Strecke logischerweise nicht ganz genau aufgezeichnet werden kann. Die 30 Sekunden hat man in der Regel auch noch. Dann, was ich auch immer viel gefragt bekomme, was und wie unterscheiden sich denn die unterschiedlichen Sportprofile? Natürlich gehen ist ähnlich wie laufen, aber bei Stand-Up-Paddling zum Beispiel, das ist schon ein bisschen individueller angepasst. Unter anderem haben wir natürlich auch ein GPS-Signal. Aber wenn ich jetzt schon einmal auf das Layout gehe, dann seht ihr schon, da sind ganz andere Datenfelder voreingestellt, nämlich unter anderem die Zugzahl. Hier als neues Datenfeld, das heißt beim Stand-Up-Paddling oder auch beim Rudern, können dann entsprechend die Züge gezählt werden und dann wird auch in der App später die Distanz pro Zug angezeigt. Und so hat jedes Sportprofil so seine individuellen Sachen, die man sich anzeigen lassen kann oder die man tracken kann. Beim Krafttraining lassen sich Wiederholungen tracken oder Sätze tracken. Funktioniert nicht immer ganz genau, aber es besteht zumindest rein theoretisch die Möglichkeit, das Ganze zu machen mit der Vivo Active 3. GPS ist jetzt hier in diesem Fall logischerweise deaktiviert, deshalb sagt die Uhr direkt bereit. Golf interessiert mich persönlich nicht, aber auch da gibt es noch verschiedene Funktionen mit verschiedenen Werten, die man sich anzeigen lassen kann. Ich habe von Golf keine Ahnung, aber wer da Golf hat, kann sich da gerne mal genauer einlesen. Es gibt auf jeden Fall bei jedem Sportprofil individuelle Sachen, die man sich anpassen lassen kann. Und weil es auch immer wieder die Frage kommt, ist die Uhr denn jetzt fürs Schwimmen geeignet? Ja, die Uhr ist fürs Schwimmen geeignet. Es steht hier, wie ihr seht, Schwimmbad schwimmen zur Verfügung. Aber ihr seht auch schon, Herzfrequenz am Handgelenk ist deaktiviert. Einfach weil es im Wasser nur zu Fehlmessungen kommt, keine genauer Puls bestimmt werden kann über die optische Herzfrequenzmessung. Und deshalb könnt ihr natürlich nur die Distanz tracken. Dabei müsst ihr einfach nur die Schwimmbadgröße einstellen. Jetzt ist hier 50 Meter und dann werden automatisch die Bahn und die Distanz gezählt. Aber ihr habt am Ende keinen Puls bei der Schwimmaktivität. Daran ändert sich auch nichts. Wenn ihr jetzt einen Brustgurt koppelt, der, sage ich mal, die Herzfrequenzdaten zwischenspeichern kann, da würde sich nichts dran ändern, weil die Uhr die Daten nicht verarbeiten kann. Das heißt, während des Schwimmens habt ihr keinen Puls bei der Vivo Active 3. Da müsst ihr dann zu einer anderen Sportuhr greifen, zum Beispiel zum Forerunner 735 XT, zu der Phoenix 5 Serie oder zu speziellen Schwimmuhren. Hier die Vivo Active 3 ist zwar für Schwimmen geeignet, aber einen Puls habt ihr beim Schwimmen entsprechend nicht. Das solltet ihr wissen, wenn ihr euch diese Uhr anschafft. Beim Radfahren lässt sich natürlich ganz genauso die Distanz und auch die Herzfrequenz aufzeichnen. Und mit einem Trittfrequenzsensor, den ihr an den Pedalen anbringt, lässt sich dann auch die Trittfrequenz entsprechend abrufen. Beim Laufen habt ihr automatisch eine Trittfrequenz, die durch den Beschleunigungssensor in der Uhr bestimmt wird. Da braucht ihr nicht nochmal einen speziellen Sensor. Ich denke, das soll es erstmal gewesen sein zu dem Sportprofil. Ihr seht, das ist sehr umfangreich, bietet sehr viele Funktionen. Und auch hier habt ihr die Möglichkeit, euch neue Datenfelder für die Uhr herunterzuladen im Garmin Connect Shop. Das Ganze kostet nichts, aber ihr habt die Möglichkeit, Datenfelder und Apps auch hier hinzuzufügen, sodass ihr dann noch individueller euer Sportprofil anpassen könnt. Wann auch immer wieder die Frage kommt, ist denn jetzt ein Intervalltraining mit der Vivo Active 3 möglich, also dass ab einer bestimmten Distanz automatisch ein Intervall getrackt wird, dann wieder eine Pausenzeit kommt, dann wieder das nächste Intervall. Ich habe keine Funktion dazu gefunden. Es gibt zwar das Sportprofil-Intervall, aber so richtige Intervalle lassen sich bei der Vivo Active 3 nicht einstellen. Also meiner Meinung nach ist sie nicht für das Intervalltraining geeignet. Es ist halt wirklich eine Multisportuhr, die aber letztendlich dann eher nicht so in den Triathlon-Bereich, dafür ist sie eigentlich nicht geeignet, sondern es ist eher so eine Multisportuhr für den Durchschnittssportler, sage ich mal, und nicht für den Leistungssportler, weil einfach verschiedene Funktionen bei den unterschiedlichen Sportprofilen nicht zur Verfügung stehen.
es würde auch keinen Sinn machen von Garmin, alle diese Funktionen auf so eine Uhr zu packen, dann würden sich die anderen Uhren nicht mehr verkaufen. Also jede Sportuhrserie bei Garmin hat seine Daseinsberechtigung und entsprechend auch seine Funktion. Und so hat die VivoActive-Serie zwar viele Sportprofile, zum Beispiel aber kein Intervalltraining, wobei dann die Forerunner-Serie das Intervalltraining hat. In der Regel lässt sich da auch ein Brustgurt koppeln, der dann auch im Wasser die Herzfrequenz aufzeichnen kann, und das funktioniert bei der VivoActive 3 nicht. Beim Laufen wird hier in diesem Fall auch noch eine maximale Sauerstoffaufnahme vom Herzen bestimmt. Das Ganze funktioniert, wenn ihr dann natürlich während der Aktivität lauft, anhand eures Pulses und der damit verbundenen Geschwindigkeit. Und wenn ihr die Aktivität gestoppt habt und nicht speichert, dann wird euch 2 Minuten nach der Aktivität nochmal eine Erholungsherzfrequenz angezeigt, wo dann einfach steht, innerhalb der 2 Minuten hat sich deine Herzfrequenz um 51 Schläge verringert, und das fließt auch in die maximale Sauerstoffaufnahme mit ein, wenn ich mich da nicht täusche. Das soll es jetzt aber gewesen sein zu dem Sportmenü. Ihr seht, da stehen ganz viele Sportprofile zur Verfügung. Ich kann das Ganze allerdings nur mit Einschränkung oder nicht für jeden empfehlen. Wer jetzt auf spezielle Sportarten aus ist, wie zum Beispiel Triathlon, würde ich eher nicht zu dieser Uhr greifen. Es ist wirklich eine Uhr, die möglichst viel abdecken soll, aber das Ganze halt nur eingeschränkt abdeckt. Also ihr müsst euch selber entscheiden, ist es eher diese Uhr oder ist es eher eine spezifischere Uhr dann für andere Sportarten. Auf dem Papier klingt das Ganze immer sehr gut. Viele Sportprofile zur Verfügung, eigentlich keine Einschränkungen. Aber wenn man das Ganze dann mit anderen Uhren vergleicht, die dann andere Funktionen wieder noch bieten, die diese Uhr nicht haben, dann muss man sich einfach klar machen, was braucht man, was kann diese Uhr alles nicht. Das ist vielleicht nochmal wichtig, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Auf der Garmin-Website, immer bei den technischen Features, ist das eigentlich ganz gut beschrieben, was die Uhr kann und was sie entsprechend auch nicht kann. Kommen wir jetzt abschließend noch zu den Smart Notifications. Hier bei der Uhr Smart Notifications heißt im Grunde, dass ihr euch Benachrichtigungen lassen könnt bei Anruf, Messenger-Benachrichtigungen oder auch E-Mails. Ich kann eigentlich aber dazu sagen, dass das Ganze nur sehr eingeschränkt funktioniert. Ich persönlich nutze es gar nicht so aktiv. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, habe ich eine E-Mail bekommen. Wenn man da drauf geht, dann dauert das einen Moment. Dann lädt er auch den Anfang der E-Mail oder zeigt entsprechend einen Fehler an. Ihr seht schon, das Ganze ist noch nicht so hundertprozentig ausgereift, aber ihr habt die Möglichkeit, euch Benachrichtigungen anzeigen zu lassen. Ich finde es bei Anrufen praktisch, dass man sehen kann, wer ruft an, aber bei WhatsApp-Nachrichten lässt sich immer nur die letzte Nachricht zum Beispiel anzeigen, die aber auch nicht komplett, also das an eine Zeichenbegrenzung. Und ihr solltet euch nicht so sehr darauf versteifen, auf diese Smart Notifications. Es ist und bleibt nun mal eine Sportuhr, und keine Smartwatch. Wer jetzt wirklich Smartwatch-Features haben will, wie richtige WhatsApp-Anbindung, Google Maps oder was auch immer, der ist mit so einer Uhr falsch bedient. Es ist und bleibt eine Sportuhr, die auch mehr Wert auf die Sportfunktion legt und nicht so großen Wert auf die Smartwatch-Features. Das war jetzt auch schon das Einstellungsvideo zur Garmin VivoActive 3. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick in die Einstellung und die Menüführung und natürlich auch die Bedienung bekommen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, schreibt es wie immer gerne als Kommentar unter das Video. Ansonsten gibt es nächste Woche dann endlich mein 4-Wochen-Fazit, wo ich nochmal alles, was ich schon in den vorangegangenen Videos gesagt habe, für euch zusammenfasse, kurz zusammenfasse, sodass ihr dann ein ganz gutes Gesamtbild von der VivoActive 3 habt. Das war's jetzt von diesem Video. Folgt mir auch bei Facebook und Instagram, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!